Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lens TV und es ist das letzte Mal in diesem Jahr. Das ist ein Vorbericht zum Spiel unseres SK Sturm Graz gibt. Es ist die 20. Runde und es ist wirklich eine Runde, ja, der letzten Auftritte. So. Ne, damit wir das jetzt richtig zu Ende bringen. Es ist erstens mal das letzte Pflichtspiel unseres SK Sturm im Jahr 2016. Es ist leider Gottes auch das letzte Spiel von Uros Matic im schwarz-weißen Dress. Auch das sehr bitter, darüber hat sie ausführlich schon ein Video gegeben und sind auch einige Meinungen dazu schon gesagt worden. Auf jeden Fall ist es sein letzter Auftritt und ja, ich hoffe, dass er einen würdigen Abschied genießt. Am besten wäre natürlich mit 3 Punkten, also die müssen wir sowieso holen, also das ist bei mir im Kopf zumindest ganz fest eingeplant und ich hoffe, dass Uros da auch seinen Teil dazu beiträgt, also ich glaube nicht, dass der da irgendwie Angst vor einer Verletzung oder so noch hat, der wird sich hundertprozentig reinhauen, bin ich felsenfest davon überzeugt und am besten ein Assist und vielleicht auch ein Tor machen und ja, mein Tipp übrigens an der Stelle ein 2:1 Auswärtssieg im Innviertel. Ne? Nur mal kurz erwähnt. Ja, und mit welcher Formation oder beziehungsweise mit welcher Mannschaft werden wir denn das bewerkstelligen? Im Tor Grazai, der wird auch das letzte Spiel machen, gehe ich mal ganz sicher davon aus. Spendlhofer und Schulz, denke ich, wird wieder in der Innenverteidigung sein. Scheusengeier wäre ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht böse, wenn der auflaufen würde. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht daran. Rechts Koch, links Lykogianis und zum letzten Mal die Doppel 6, die so gut funktioniert hat in dieser Herbstsaison. Matic, Neben, Dzeko, also da bin ich wirklich auch sehr gespannt, wer da als Ersatz präsentiert wird. Aber ja, das ist auch ein anderes Thema. Auf der 10 gehe ich davon aus, Danny Ala. Auf den Flügeln, da wird es wieder ein bisschen spannender, da könnte man wieder rotieren. Ich persönlich wäre dafür Dobras, der hat mir am Flügel gegen den WRC sehr, sehr gut gefallen. Ja, könnte man durchaus am rechten Flügel zum Beispiel einsetzen. Auch in Ried, warum denn nicht, ist ja gegen Salzburg erst sehr spät reingekommen. Also ich hätte den auch von Beginn weg an auflaufen lassen. Dobras, der hat sich bei mir wirklich dadurch wieder ein bisschen, bei mir persönlich eben ins Rampenlicht gespielt. Also auf den bin ich gespannt. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, geben wir den am besten ab im Winter. Aber jetzt, boah, da bin ich gespannt, ob der nicht noch mehr bewerkstelligen kann. Auf jeden Fall für mich rechts am Flügel Dobras. Links, tja, gehen wir davon aus, Horvath ist nicht fit für die Startelf. Das ist wohl keine große Überraschung. Dann für mich im Moment fast Hierländer. Einfach ja, Schmerböck im Moment, da kommt zu wenig und bei Husbeck geht nichts. Also deswegen, logische Konsequenz für mich Hierländer noch der konstanteste im Moment. Deswegen für mich Hierländer links und rechts Dobras oder von mir aus auch andersrum. Und Solospitze natürlich, Buaid und Bonji. Ja, Zurechner, da fehlt noch immer sehr viel. Ich hoffe da wirklich inständig, dass da entweder wirklich noch personell nachgerüstet wird. Geld wäre ja jetzt vorhanden, also um es auch in einen Stürmer vielleicht zu investieren und vielleicht eben ja, die Doppel-6 intern nachzubesetzen. Oder aber, ja, man lässt es in der Konstellation weiterhin, aber dann hoffe ich, dass Zulechner eben durch die eine Vorbereitung, die ihm jetzt bevorsteht, durch die Wintervorbereitung, ja wirklich wieder zu seiner alten Form findet und uns hoffentlich dann im Frühjahr wirklich ein bisschen mehr Freude machen wird, als es das bis jetzt gewesen ist. Tja, so viel dazu. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Riedern. Das ist ganz ehrlich für mich so eine kleine Überraschungsdose. Also die Rieder sind schwer einzuschätzen. Auf der einen Seite, die haben heuer schon gegen Rapid gewonnen, haben aber dann auch schon herbe Klatschen hinnehmen müssen. Also Ried, schwierig auch. Auch die Duelle bis jetzt, also sind ja auch jeweils, hat immer die Heimmannschaft gewonnen. Also wir haben in Ried verloren, haben dann zu Hause gewonnen. Also ist wirklich alles möglich. Ich setze einfach mal meine Hoffnung in unsere Auswärtsstärke. Wir sind ja nach wie vor die beste Auswärtsmannschaft in der Bundesliga. Und ja, darauf baue ich einfach. Ich hoffe eben, dass der gleiche Effekt einfach aufkommen wird, wie nach dem 0:2 zu Hause gegen die Admira. Da hat man ja den Wolfsberger AC vom Platz gefegt. Und das wünsche ich mir auch dieses Mal, wobei die Leistung gegen Salzburg für mich auch, wie schon angesprochen, prinzipiell in Ordnung war. Ja, wenn man dann nur kaltschnäuziger auch vom Tor agiert, dann hat man gegen Ried alle Möglichkeiten und meine Prognose jetzt einfach mal Uros Matic, ein Tor und ein Assist. Das wäre doch was. Oder Freunde, was meint denn ihr dazu?
Ja, und das ist es dann auch schon. Es ist ja schon ein bisschen spät und dunkel draußen und ich will dich da nicht zu lange vom Bettchen abhalten. Ich wünsche noch einen geruhsamen Abend und wie Herbert Prohaska sagen würde, eine gute Nacht. Also, bis zum nächsten Mal, euer Elias und bis dann.